Beim Entrepreneurship Summit 2009 hatte ich mich hier mit den seelischen und emotionalen Aspekten des Entrepreneurship beschäftigt und im Anschluss an meinen Vortrag gab mir eine Teilnehmerin ein eigenartig verpacktes Kaugummi so mit auf den Weg, quasi als Visitenkarte, und es stand drauf: wirkt Wunder. Habe ich also nochmal geguckt und nach einigen Treffen zum Kaffee trinken und gegenseitigen Kennenlernen ist daraus eine Neugründung geworden, ein kleines Start-up, die Flow Akademie. Und inzwischen bereiten wir gerade bereits den dritten Durchgang dieser Akademie vor. In der Flow Akademie bieten wir Fortbildungen für Menschen an, die an dem Thema Selbstmotivation stärker interessiert sind als an den alten Konzepten von Zuckerbrot und Peitsche, die ja nach wie vor die hauptsächlichen Motivationsquellen darstellen. Das Motto dieser Akademie lautet: Talente leben, lernen. Und so ist es nur folgerichtig, heute den Aspekt der Entfaltung und überhaupt das Kennenlernen der eigenen Talente und ihre ständige Verstärkung und vielleicht auch das Wecken und Bewusstwerden der Talente bei anderen Menschen einmal näher anzuschauen. Ich bitte Sie einfach, nicht zu versuchen, alle Einzelheiten, die ich jetzt erzählen werde, in dem Moment, wo ich es erzähle, zu verstehen. Das wäre sehr anstrengend. Ich ermuntere Sie jetzt einfach mal zuzuhören, zuzuschauen, wie Sie bei einem Konzert vielleicht zuhören, wo Sie auch nicht auf jede Note achten und wie lang die Fermate ausgespielt wird und ob das jetzt gerade mit einem Bassschlüssel oder sonst irgendwelchen musikalischen Details gespielt wird, sondern einfach mal mehr oder weniger genussvoll zuzuhören. Wer interessiert ist an dieser Präsentation, dem schicke ich das gerne zu. Geben Sie mir Ihre Karte oder Adresse und ich zeige Ihnen auch meine E-Mail-Adresse, sodass Sie das einfach anfordern können. Da genügt das Stichwort Präsentation, dann schicke ich Ihnen die Präsentation zu. Ja, was ist das hier? Das ist ein Haus in der Ukraine, offensichtlich ohne Fundament. Und das ist eine Metapher für ganz viele Gründungen, die stattfinden, die dann letztlich zu dem Ergebnis führen, dass innerhalb der ersten 5 Jahre nach Gründung 80% aller Neugründungen scheitern. Es fehlt an dem soliden Fundament. Also es gibt eine fantastische Idee, gewissermaßen ein Luftschloss, aber nur einem Künstler, wie diesem Ukrainer, gelingt es, daraus dann etwas halbwegs Standfestes zu machen. Ich weiß nicht, ob das Haus noch steht, aber es ist jedenfalls irgendwann mal so gebaut worden. Darüber will ich heute nicht sprechen, sondern eher über die solide Art, ein Haus zu bauen, indem man ein Fundament aushebt und einen stabilen Keller baut. Das ist vielleicht nicht so spannend wie das, was dann hinterher oben erscheint, aber es ist notwendig und vital überlebensnotwendig für ein Unternehmen, nämlich zunächst mal ein ganz solides Fundament zu haben. Und dieses Fundament ist immer letztlich Ihre Persönlichkeit. Als Entrepreneur arbeiten Sie aus Ihrer Persönlichkeit heraus. Das ist Ihre solide Grundlage. Das ist das, womit Sie starten können. Und vielleicht kennen Sie diesen kleinen Ausschnitt, den ich jetzt zeigen möchte, von Herrn von Hirschhausen, der es wunderschön in 2,5 Minuten darstellt, was ich hinterher in 1,5 Stunden deutlicher machen möchte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, pff,
zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wendig, mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge. Wie schnell ich Urteile fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und im Fall des Großvaters und das erstmal aufstellen. Nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt's schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt's nicht an mir, wenn's nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. Das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text, beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element. Ja, was ist das? Was sind Talente? Da hat uns die Gallup-Organisation in den letzten 20, 30 Jahren deutlich gemacht durch eigene Forschung, die schon bis in die 70er Jahre zurückreichen, dass es ganz sinnvoll ist, zwei Begriffe zu unterscheiden, die sonst sehr oft miteinander synonym oder verwendet werden oder auch verwechselt werden. Und der zweite Begriff, das sind die Fähigkeiten. Und der Unterschied, der von Gallup herauskristallisiert wurde, beruht auf Untersuchungen, dass man sich Gedanken gemacht hat, welche Unternehmen bleiben eigentlich langfristig in der Spitzengruppe ihrer Branche im Markt, im Unterschied zu Unternehmen, die schnell mal an die Spitze kommen und auch wieder verschwinden. Ich will auf diese Untersuchung später nochmal zurückkommen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Ergebnis. Talente, so haben diese Untersuchungen ergeben, unterscheiden sich von Fähigkeiten dadurch, dass in den Fähigkeiten zum Ausdruck gebracht wird, was wir uns angeeignet haben, was wir wissen, was wir können, die Fertigkeiten, die wir erworben haben. Und Fähigkeiten können wir unser ganzes Leben lang hinzugewinnen durch entsprechende Lernprozesse, die in den ersten Lebensjahren sehr viel schneller und sehr viel effektiver ablaufen als später. Aber der Mensch kann bis zu seinem letzten Atemzug neue Fähigkeiten hinzugewinnen. Manche Menschen verlieren im Alter zum Beispiel durch einen Schlaganfall die Sprache und durch intensives Training und bei genügend starker Motivation können sie sogar wieder nach einiger Zeit sprechen lernen, einige wenigstens. Bei den Talenten sieht es ganz anders aus. Die Talente entfalten sich als Potenziale, als Möglichkeiten, die in uns angelegt sind, in den ersten 14, 15 Lebensjahren. Sie sind später nicht mehr vermittelbar, aber im Bereich unserer Talente fühlen wir uns unser ganzes Leben lang sehr sicher. Das ist unser Fundament, um auf das Bild zu Beginn zurückzukommen. Und warum gibt es diesen Unterschied?
Beide Aspekte zusammen bilden unsere Stärken. Wir brauchen also Talente und wir brauchen Fähigkeit. Man hatte bis so Ende der 80er Jahre angenommen, dass sich das menschliche Gehirn durch das Herausbilden von Nervenzellen und vielen synaptischen Verbindungen der Nervenzellen untereinander so ungefähr bis zum dritten Lebensmonat ausbildet und danach nur noch relativ wenig neue Zellen wachsen und nur noch wenig neue synaptische Verbindungen hergestellt werden. Erst genauere Untersuchungen in den 90er Jahren haben dann ergeben, dass das so nicht richtig war. Wir haben hier zwei Bilder von Nervenzellen, in diesem Fall von dem Großhirn einer Katze, das ist also kein menschliches Gehirn, aber es sieht im menschlichen Gehirn ganz ähnlich aus. Es gibt einzelne Bereiche des Gehirns, sehen Sie im oberen Bild, die sehr klar strukturiert sind. Aber der größte Teil des Neokortex, also der obersten Gehirnschicht, ist sehr chaotisch. Und das, was Sie hier an schwarz hervorgehobenen Flecken sehen, das sind Nervenzellen, die durch eine besondere Färbemethode hervorgehoben sind. Die kleinen orangen Punkte hier nicht so genau zu erkennen sind. Das sind alles weitere Nervenzellen. Das ist also sehr dicht gepackt. Und man hatte so bis in die 60er Jahre hinein angenommen, dass wir ungefähr 10 Milliarden Nervenzellen haben. Inzwischen geht man von 100 Milliarden aus. Auch das ist natürlich nur eine Schätzung. Kein Mensch könnte das zählen. Es würde viel zu lange dauern. Und mit diesen Nervenzellen, die in uns, in diesem ersten Lebensabschnitt gebildet werden, müssen wir uns in dieser Welt orientieren. Und im Unterschied zu den früheren Forschungen geht man heute davon aus, dass das Gehirn Nervenzellen und vor allen Dingen synaptische Verbindungen bis zum Ende etwa des dritten Lebensjahres, also nicht des dritten Lebensmonats, sondern des dritten Lebensjahres, intensiv produziert und ausprägt. Und dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Von den Nervenzellen, die dann vorhanden sind im vierten Lebensjahr, der Mensch wächst dann ja so bis er 14, 15, 16 ist an Körpergröße heran, aber im Gehirn findet ein Schrumpfungsprozess statt. Es wird ungefähr die Hälfte der vorhandenen Substanz an Nervenzellen und synaptischen Verbindungen zwischen dem 4. und 14., 15. Lebensjahr wieder abgebaut. Das ist ein ganz eigenartiger Vorgang, alles andere wächst, aber unser Gehirn reduziert sich in diesem Lebensabschnitt auf etwa die Hälfte dessen, was im 4. Lebensjahr schon vorhanden ist. Was steckt dahinter? Das können wir natürlich nur vermuten. Ich habe hier mal ein ganz altes Bild aus einem Buch von Tony Boussain, wo er so in den 70er Jahren die Mindmapping-Methode vorgestellt hat. Eine Gegenüberstellung der Atome des gesamten Universums, soweit wir das kennen, das ist eine Zahl mit 10 hoch ungefähr 100 Nullen, mit gegenübergestellt den Kombinationsmöglichkeiten, die mit der damals bekannten Anzahl von Nervenzellen und synaptischen Verbindungen herstellbar war. Und das ist eine Zahl hoch 800 Nullen. Und das auf der Basis von 10 Milliarden Nervenzellen. Also eine Zahl auf Basis von 100 Milliarden Nervenzellen mit den entsprechenden Verbindungsmöglichkeiten und Strukturmöglichkeiten ist mathematisch eigentlich nur noch durch eine Formel, aber gar nicht mehr hier auf dem Papier oder auf dem Projektor darstellbar. Also wir haben eine ungeheure Möglichkeit, mit unserem Gehirn neue Kombinationen herzustellen. Und das erzeugt natürlich in einem gewissen Grad auch Konfusion, Durcheinander, Chaos. Und das menschliche Gehirn bemüht sich in diesem Zeitabschnitt zwischen dem 4. und 15. Lebensjahr in dieses Durcheinander gewisse Strukturen und Ordnung hineinzubringen. Es entwickelt Filtersysteme, die ankommenden Informationen filtern im Hinblick darauf, was ist willkommen oder nicht willkommen, was ist brauchbar, was ist nicht brauchbar, was macht Spaß, was dient der Schmerz- oder Schadensvermeidung. Und diese Verknüpfungsstrukturen, die dann aufgebaut werden, sollen der Verarbeitung von Informationen die Möglichkeit geben, Sinn und Bedeutung zu erreichen.
Man lernt in dieser Zeit zu unterscheiden zwischen dem, was sinnvoll und nicht sinnvoll, was wichtig und unwichtig ist. Oft geht später, wie wir nachher noch sehen werden, diese Unterscheidungsfähigkeit wieder verloren. Aber in dieser Zeit entwickeln sich unsere Talente. Das sind die Muster, die sich für diesen Lebensabschnitt zunächst einmal als produktiv, als erfolgreich, als sinnvoll, als freudegebend herausstellen. Und das passiert in einem Wechselspiel zwischen dem Menschen mit seiner Anlage, zwischen dem Menschen und seiner sozialen Umwelt und zwischen dem Menschen und der Gesellschaft. Da gibt es also ein ständiges Wechselspiel. Und wenn man also in diese Forschung noch gründlicher einsteigt, erübrigt sich jeglicher Streit darüber, was denn nun ererbt ist und was hinzugewonnen ist. Das lässt sich, wenn ein Mensch dann mal 15, 16 Jahre alt ist oder älter wird, gar nicht mehr voneinander trennen. Also so eine Diskussion, was ist ererbt oder was ist erworben, ist für erwachsene Menschen völlig überflüssig und sinnlos. Die Ausentwicklung derartiger Grundmuster führt dann dazu, dass gewisse Nervenverbindungen und Wege in unserem Gehirn bei der Verarbeitung von Informationen immer stärker und breiter ausgebaut werden. Einer der Gehirnforscher, der an diesen Forschungen beteiligt war, der Harry Chugarny, hat gesagt, viel befahrene Straßen werden immer weiter ausgebaut, die weniger benutzten Nebenstraßen versanden immer mehr und werden schließlich gar nicht mehr benutzt. Und in diesem praktischen Ausprobieren, was macht Sinn, was hat Bedeutung, was führt zu produktiven Ergebnissen, bilden sich dann unsere Talente heraus. Gallup hat dann eine recht praktikable, praxisnahe Definition des Begriffes Talente gefunden. Talente sind demnach, und Sie sprechen sehr oft auch von Begabungen oder von Stärken, also die Terminologie wechselt in den Originalschriften am Anfang noch. Begabung, so haben Sie gesagt, ist ein wiederkehrendes Denk-, Gefühls- oder Verhaltensmuster, das sich produktiv einsetzen lässt, und zwar für die individuelle Person. Und sie macht auch, diese Verknüpfung macht auch die Einzigartigkeit des einzelnen Menschen aus. Es gibt kaum die Möglichkeit, zwei identische Einzigartigkeiten unter Menschen herzustellen, aufgrund dieses chaotischen, komplexen Strukturbildungsprozesses, der im Gehirn stattfindet. Und auf diese Einzigartigkeit, diese Talente, die Sie ja alle haben, kommt es jetzt darauf an, wenn man sich überlegt, wozu bin ich eigentlich hier? Was will ich machen in der Zeit, die ich auf diesem Planeten mich bewegen kann? Und das ist das Fundament, aus dem wir unsere Stärken entwickeln können. Talente sind aber zunächst nur Muster und Potenziale. Sie wollen entwickelt werden. Wenn man seine Talente nicht pflegt, werden daraus keine Stärken. Und die Talente müssen auch verbunden werden mit dem, was wir hinzugelernt haben, mit unseren Fähigkeiten. Das Ganze ist also ein sehr komplexes Wechselspiel. Allerdings ist alles, was wir in unseren Talenten erworben haben, unwiederbringlich unser Eigentum. Talente gehen nie verloren. Und selbst wenn man ein Talent mal 5 oder 10 Jahre nicht benutzt hat, kann es blitzschnell wieder reaktiviert werden. Das ist bei Fähigkeiten nicht unbedingt der Fall. Dinge, die man im Fähigkeitenbereich gelernt hat, können verloren gehen, wenn man sie nicht nutzt. Und insofern macht es sehr viel Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes, sich mit den Talenten gründlicher zu beschäftigen. Denn das sind die Ressourcen, die uns unser Leben lang zur Verfügung stehen. Wie kann man jetzt Talente erkennen und wie kann man sie von Fähigkeiten unterscheiden? Das ist ja jetzt die spannende praktische Frage. Und daraus folgt dann die Frage, wie passen diese persönlichen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster zu den Zielen und erforderlichen Aktivitäten, wenn Sie ein Geschäftsmodell etablieren wollen? Es gibt Hinweise, auf die man achten kann. Zum Beispiel die punktuelle Brillanz in einer Funktion. Wenn man merkt, dass man bei bestimmten Tätigkeiten oder Verhaltenssituationen
einfach deutlich besser ist und dass sie einem leichter von der Hand gehen und blitzschnell zur Verfügung stehen. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem Talent zu tun haben. Brillanz heißt also deutlich besser sein, auf eine deutlich leichtere Art und Weise mit etwas, um das man sich bemüht und angestrengt hat, zu erlernen. Das sind die Dinge, die einem ganz leicht von der Hand gehen, die selbstverständlich ständig präsent abrufbar sind. Wie gesagt, selbst wenn man jahrelang ein bestimmtes Talent vielleicht gar nicht genutzt hat oder gar nicht wusste, dass man das Talent hatte. Große Freude bei bestimmten Tätigkeiten. Wenn ich Talentinterviews mache und mit den Menschen mich so langsam an die Frage herantaste, was könnten denn ihre Talente sein, und sie über ihre Stärken sprechen, dann sprechen sie meistens zunächst so die ersten 5 bis 10 Minuten über das, was sie angestrengt gelernt haben und wo sie ganz bewusst wissen, das habe ich jetzt gelernt und das setze ich bei meiner Arbeit ein und das kann ich. Und dann irgendwann, wenn sie etwas entspannter werden und wenn wir das Thema Fähigkeiten abgearbeitet haben, dann blitzt auf einmal etwas hervor, wo ich dann deutlich merke, an der Mimik des Gesichtes, an den Augen, die fangen an zu leuchten, das Gesicht entspannt sich und der Erzählfluss wird auf einmal sehr viel flüssiger. Und sie erzählen mit einer Begeisterung, was sie können. Und das sind oft Dinge, die sie im ersten Zusehen als Selbstverständlichkeiten beschrieben hätten. Das Gefühl, dass es läuft, dass also man nicht jeden einzelnen Schritt überlegen muss, sondern dass das Tun und das Handeln mit dem Denken eins sind, das ist auch ein charakteristisches Merkmal dafür, dass man aus seinen Talenten schöpft. Und dann ein ganz wichtiger Faktor, das rasche Lernen. Alles, was wir im Talentebereich zusätzlich erwerben, geht rasch und ohne allzu große Anstrengung. Es ist nicht mühelos. Jedes Lernen ist ja eine Veränderung unseres Systems und da spielen sich auch sehr komplexe biochemische Prozesse ab. Es braucht also immer eine gewisse Mühe und oft auch einen gewissen Zeitaufwand, etwas Neues zu lernen. Aber im Talentbereich lernen wir sehr viel rascher und müheloser, als wir im Bereich der Fähigkeiten etwas Neues hinzugewinnen. Und vor allen Dingen ist das, was wir uns dann im Talentbereich angeeignet haben, viel stabiler mit unserem gesamten Wesen verknüpft. Das heißt, wenn wir es später einsetzen, dann kommt es aus uns heraus und ist nicht etwas, was künstlich aufgesetzt ist. Also sich mal fragen, welche Tätigkeiten fallen mir leicht? Oder wenn ich mit einer neuen Aufgabe konfrontiert wurde in meinem Leben, machen Sie mal so einen kleinen Rückblick, wo bin ich da rascher und schneller mit fertig geworden als mit anderen Anforderungen? Und dann erfüllen uns Tätigkeiten, bei denen wir unsere Talente einsetzen können, mit einer tiefen Befriedigung. Wir haben so das innere Gefühl, ich mache etwas, was von mir kommt, was zu mir gehört und was ich anderen oder der Welt geben kann. Es beglückt uns persönlich im Rahmen unserer Talente aktiv zu sein. Und wir können uns fragen, welche Art von Situationen bauen uns auf, geben uns Kraft, machen besonders zufrieden. Und man kann auch sich selbst mal befragen, wenn man so ein dumpfes Gefühl hat, irgendetwas fehlt mir, ich entbehre etwas, dann kann es sein, dass es ein oder mehrere Talente sind, die wir nicht leben, wo wir keinen Zugang zu haben oder durch die Art unserer Tätigkeit keine Möglichkeit haben, diese Talente tatsächlich zu erleben. Talente, die nicht gelebt werden, erzeugen in uns ein Entbehrungsgefühl, ein Fehlen von etwas ganz Wichtigem, etwas, was uns Kraft geben könnte und uns Zufriedenheit geben könnte. Und fragen Sie sich jetzt einmal bei sich selbst, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, was habe ich für Stärken im Bereich meiner Fähigkeiten? Das ist vielleicht immer ganz hilfreich, erstmal das aufzuschreiben oder sich bewusst zu machen, was sind die erlernten Stärken, die Sie haben? Was sind Ihre besonderen Fähigkeiten, die Sie sich errungen haben in Ihrem Leben? Über welches Wissen verfügen Sie, welches Können und welche Fertigkeiten? Vielleicht nehmen Sie sich
einen Moment jetzt Zeit, weil wir das dann anschließend in Bezug auf die Talente auch praktisch machen werden. Ich hatte ja eine kleine praktische Übung angekündigt. Bevor wir aber das Praktische machen, zwei ganz konkrete Möglichkeiten, Talente zu erkennen. Eine Möglichkeit, über die habe ich bereits jetzt gesprochen, das ist die Möglichkeit durch Selbstbeobachtung. Also nach diesen Kriterien, die ich genannt habe, sich selbst zu beobachten. Hilfreicher sind Talentgespräche, dass Sie mit einem Menschen, der in etwa mit diesem Muster vertraut ist, mit diesem Konzept, mit diesem Modell, sich ein paar Minuten Zeit nehmen und sich auch entspannen dabei und sich einfach befragen lassen. Ich stelle Ihnen gleich diese Fragen vor und dann können Sie das mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin einmal praktizieren. Und Sie werden dann merken, dass wenn Sie die Möglichkeit haben, über Ihre Talente zu sprechen, dann auf einmal auch Möglichkeiten erscheinen, an die Sie im Fähigkeitenbereich noch gar nicht gedacht haben. Die zweite Möglichkeit, seine Talente herauszufinden, gibt es durch einen Test, den die Gallup-Organisation entwickelt hat. Ich bin in meiner ganzen Tätigkeit und bereits fast 40 Jahre Training hinter mir immer ein Feind von Tests gewesen. Ich habe nie in meiner praktischen Arbeit als Trainer oder Coach Tests eingesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, und manchmal war das auch bestätigt, wenn ich andere beobachtet hatte, die das machen, dass in Tests immer so eine Art self-fulfilling prophecy steckt, dass man dann durch so ein Testergebnis auch in einer gewissen Weise auf eine Schiene gesetzt wird. Und das widerspricht irgendwo meinem intuitiven Gefühl, wie man mit Menschen umgehen sollte. Aber ich habe dann nach einer sehr langen kritischen Phase und dreimaligen Durchführen dieses Tests bei mir selbst und dann einer gründlichen Auseinandersetzung mit Gallup, dann also gebohrt und gebohrt, bis die alle Unterlagen, und die waren da sehr freigebig, herausgerückt haben, wie diese Tests zustande gekommen sind über ja, fast 30 Jahre Entwicklung, so etwas wie Vertrauen in diesen Test entwickelt. Und inzwischen habe ich mit über 300 Menschen anhand dieses Tests gearbeitet und sie dann in ihrem weiteren Weg verfolgt. Und inzwischen kann ich diesen Test empfehlen und man kann ihn sehr einfach machen. Natürlich ist es eine amerikanische Firma, die wollen Geld damit verdienen. Das geht aber relativ bescheiden zu. Man muss ein Buch kaufen, was Sie nicht mal lesen müssen. Das Buch heißt Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt von einem Herrn Buckingham. Und wenn Sie die Präsentation anfordern, haben Sie hinten ein Bücherverzeichnis drin. Und ich schicke Ihnen auch gerne eine Anwendung, wie man diesen Test macht. Das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Es werden ein paar Fragen gestellt, die man beantwortet in einer begrenzten Zeit. Und dann drückt man auf den Knopf und dann erfährt man, was die 5 ausgeprägtesten Talente sind. Es sieht erstmal etwas absurd aus, dass es also so ein relativ einfaches Verfahren ist, aber wenn man sich mit diesem Test beschäftigt, dann merkt man, dass da ganz viel Arbeit und Forschung und Erfahrung hintersteckt. Und mit diesen 5 ausgeprägtesten Talenten macht es schon sehr viel Sinn zu arbeiten. Bei meinen Interviews, die ich gemacht habe in großen Firmen oder auch in Einzelcoaching-Situationen, habe ich die Teilnehmer, nachdem ich ihnen dieses Konzept kurz erläutert habe, immer gefragt, was meinen sie denn, was ihre 5 ausgeprägtesten Talente sind. Und hier sind einige Beispiele, dass sie mal so einen Eindruck haben, was können diese Talente sein. Also Gallup hat für die beruflichen Fragen 34 Talentthemen herauskristallisiert. Also man erfährt hier nicht, ob man das Talent zum Malen oder zum Musizieren hat, sondern es sind beruflich bedeutende Talente. Und wenn ich dann Menschen diese 34 Talente zeige und ihnen etwas Erläuterung dazu gebe und sie dann bitte, ihre 5 Talente, die sie vermuten, aufzuschreiben, haben wir 5 Talente. Und wenn wir uns dann 2 Monate später wieder treffen oder eine Woche, je nachdem, wie das ganze Arrangement ist, haben sie den Test gemacht und dann stellt sich, also das ist statistisch inzwischen ziemlich stabil bei 300 Leuten, immer wieder heraus, dass 2, 3 Talente exakt benannt wurden und 2 oder 3 Talente völlig überraschend auftauchen. Und dann sage ich, können Sie denn was damit anfangen? Ja, sicher, aber das ist doch selbstverständlich, das ist doch kein Talent. Ja? Das heißt, da sind Potenziale,
deren sich diese Menschen gar nicht bewusst sind. Und dann gibt es dann eine kleine Hausaufgabe, dass man sich dann eine Aufgabe nimmt aus all dem, was man zu erledigen hat, und dann mal ganz bewusst diese 2 oder 3 Talente dabei einsetzt und darüber einen kleinen Bericht schreibt. Und das sind dann ganz spannende Gespräche, wenn man sich dann wieder 2, 3 Monate später trifft, weil natürlich alle 5 Talente auf einmal bewusster eingesetzt werden und sich enorme Entwicklungsschritte und Veränderungen bei den Menschen abspielen. Meistens stecken sie dann auch ihre ganze Familie und den Stammtisch an oder die Freundin. Und es gibt dann also sehr lebendige Talentgespräche, wenn wir uns das 3. Mal treffen. Wenn wir zum Beispiel so ein Talent nehmen wie Einfühlungsvermögen, so ein extrem wichtiges Talent in der Kommunikation, das hat man, wenn man 15 ist, oder man hat es nicht. Und da geben Firmen Millionen von Euros oder Dollars aus, um Menschen Einfühlungsvermögen hinterher zu trainieren, emotionale Intelligenz. Das kann man machen, das kann man auch als Fähigkeit lernen. Aber der Halbwertsfaktor einer erlernten Einfühlungsvermögensfähigkeit liegt ungefähr bei 3 Monaten, maximal. Ja. Das heißt, man müsste nach 6 Monaten spätestens wieder ein Training machen, dann wieder ein Training und den Rest des Lebens ein Training oder eine Supervision. Und das ist jetzt nur ein Talent. Also insofern, es macht natürlich Sinn, ein Stück weit Einfühlungsvermögen zu lernen, wenn man das nicht als Talent hat und sich dessen bewusst zu sein, dass es wichtig ist. Aber man muss es dann auch bewusst einsetzen. Und vielleicht wirklich von ab und zu mal, muss nicht alle 3 Monate sein, vielleicht ab und zu da auch mal einen Workshop zu besuchen, vielleicht einen, der von der Firma angeboten wird oder von der Volkshochschule oder mit ein paar Menschen, man lernt ja auf solchen Workshops auch praktische Übungen von Einfühlungsvermögen, praktisch zu üben, was es heißt. Aber wenn man es nicht hat, muss man eben sagen, das habe ich nicht. Ich habe aber andere Talente. Niemals bei den 300 Tests, die ich selber mitgemacht habe und bei den 10.000 von Tests, die Gallup inzwischen gemacht hat, kommt als Ergebnis raus, dass ein Mensch keine Talente hat. Es kommen immer 5 Talente raus. Und in Wirklichkeit hat er natürlich noch mehr. Wenn man gründlichere Interviews macht, dann schaut man sich die stärksten 10, 11, 12 Talente an. Die Talente mit der Rangziffer 28 oder 29 oder 34, das sind dann wirklich Untalente. Davon sollten die Menschen dann auch lieber die Finger lassen. Ein anderes nettes Beispiel ist das Talent Autorität. Ich habe selbst, obwohl ich viel mit Computer und online zu tun habe, da 2 linke Hände, wie man so sagt, und habe aber einen sehr guten Freund, der mir hilft, wenn ich nicht weiterkomme. Und es war mal wieder alles durcheinander in meinem Gerät und ich bin zu ihm hingefahren, habe gesagt, du musst mir helfen. Und er hat mich auch herzlich willkommen geheißen, aber er sagte, ja, ich mache gerade hier ein Spiel, also er ist ein Freund auch von Computerspielen und da war irgendwie sowas wie Gildemeister da oder irgendwas in seiner Gruppe und er konnte das nicht unterbrechen und hat gesagt, mach mal erstmal was anderes, ich muss das Spiel jetzt erst zu Ende spielen, wie so Spielleute sind. Ja, ich war froh, dass er mich überhaupt reingelassen hatte. Und ich habe dann also gedacht, okay, das ist eine gute Zeit, einen komplizierten Text, den ich so im Kopf hatte und handgeskribbelt hatte, reinzuschreiben, und während ich schrieb und also wirklich richtig gute Gedanken hatte, sagt er plötzlich, probier doch mal die und die Tasten. Und dann habe ich sofort die und die Tasten probiert und das, was ich geschrieben hatte, war weg. Das kam auch nie wieder. Und dann habe ich ihn ausgeschimpft, da habe ich gesagt, jetzt ist das alles weg. Ja, ich habe doch nicht gesagt, dass du das sofort machen sollst. Ich habe das aber einfach, er hat es gesagt, ich habe es gemacht. Und so 3 Monate später haben wir dann diesen Gallup StrengthsFinder Test gemacht und da kam als erstes Talent Autorität bei ihm raus. Das ist ein total lieber Mensch, ne? Der spielte an seinem Computer rum und hilft gerne und hat aber das Talent Autorität. Das heißt, wenn der was sagt, wird das von anderen gemacht, ohne zu fragen, ohne dass er sich anstrengen muss. Der braucht also Führungskompetenz nicht zu lernen. Die Menschen folgen ihm. Manchmal zu schnell, wie in meinem Fall. Und dann wurde ihm auf einmal klar, warum er durchaus den einen oder anderen sehr massiven Konflikt mit Menschen gehabt hatte, die
sein Talent nicht wertschätzen konnten, sondern sich bedrängt fühlen oder überfahren fühlten oder wo die Autorität einfach zu stark und zu belastend war. Und so konnte er jetzt durch das Kennenlernen dieses Talentes bewusster und sachter und im passenden Moment angenehmer mit anderen Menschen damit umgehen. Also manchmal geht es darum, Talente auch zurückzunehmen in bestimmten Situationen und in anderen Situationen ganz bewusst stark einzusetzen. Er gibt auch eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen und da ist es manchmal heute, wenn man da also so eine manchmal auch chaotische Studentengruppe vor sich hat, ganz gut, wenn man eine gewisse natürliche Autorität hat und klare Ansagen machen kann. Und so könnten wir jetzt durch alle diese Talente durchgehen. Co-Autor meines Selbstmotivationsbuches, Hendrik Parkerrer, der hat zum Beispiel das Talent, das hieß früher im amerikanischen Original das Wu-Talent oder in der ersten deutschen Übersetzung das Eisbrecher-Talent. Heute heißt es eher vornehm Kontaktfreudigkeit. Das ist etwas anderes als Kontaktfähigkeit. Kontaktfreudigkeit ist, wenn ich mit Hendrik zusammen auf einem Kongress bin, so ähnlich wie hier, dann geht er mit mindestens 120 Visitenkarten nach Hause, weil er einfach jeden anhaut und den fragt, kennst du schon Flo? Und ach, du müsstest aber Flo kennen und schon hat er die Visitenkarte. Ich gehe vielleicht von so einem Kongress mit 2 oder 3 Visitenkarten nach Hause, weil ich habe nicht diese Kontaktfreudigkeit. Aber ich habe dann oft langjährige Kontakt und Verbindungen aufgebaut aus den einzelnen Kontakten, die aus einer solchen ersten Begegnung entstehen, wie zum Beispiel jetzt mit der Frau Rittaler. Diese feinen Unterscheidungen will ich jetzt nicht zu gründlich betreiben, dass wir den Rahmen hier sprengen, aber ich möchte Sie doch mal auffordern, wenn Sie da gründlicher einsteigen wollen, auffordern wollte ich Sie jetzt zur praktischen Übung, aber das ist noch ein Hinweis, wenn Sie gründlicher einsteigen wollen, finden Sie in diesem Buch, in dem Gallup die 25 Jahre Forschung beschrieben hat, das hat den deutschen Titel Erfolgreiche Führung gegen alle Regeln. Das ist wirklich immer ein Problem von deutschen Verlagen, englische Titel ins Deutsche zu übersetzen. Das heißt im amerikanischen Original, First Break All the Rules, Ausrufungszeichen. Ja, das ist eine deutlich klare Ansage, aber erfolgreiche Führung gegen alle Regeln, müssen wir mit leben. Und da finden Sie in dem Buch ab Seite 222 bis ungefähr 239 sehr genaue, sehr differenzierte Anleitungen, wie man ein Talentinterview führt. Und das hilft Ihnen auch selbst zu einem tieferen Verständnis von den Talenten. Das andere Buch, das ich empfohlen hatte, das habe ich vielleicht etwas zu kurz gesagt, das hat hinten auf der dritten Umschlagseite eine PIN-Nummer. Und mit dieser PIN-Nummer kann man im Internet einmal diesen Test machen, aber nur einmal. Achten Sie daher darauf, in Zeiten des iPhones und der anderen Smartphones, dass Sie, wenn Sie das in der Buchhandlung kaufen, ein gut eingeschweißtes Exemplar bekommen. Wie gesagt, den Code kann man nur einmal verwenden und dann ist er verbraucht. Sie können aber, wenn Sie den Test einmal gemacht haben, immer wieder auf Ihr Testergebnis zurückgreifen. Das bleibt also erhalten. Das also vielleicht dazu, weil ich sagte, das kostet etwas. Das ist also die kleine Hürde, die man braucht, um seine Talente kennenlernen zu wollen. Ja, und ich möchte Sie jetzt auffordern, indem Sie mal von Ihren Fähigkeiten absehen, mal zu überlegen, in welchen Bereichen Ihres Lebens und in welchen Tätigkeiten oder in welchen Denkvorgängen, manchmal ist es auch so etwas wie Intuition, dass man schnell Schlüsse ziehen kann, dass man schnell in einer undurchsichtigen Situation eine Lösung findet. Das nennen die Gallup-Leute Strategie. Also Strategie verstehen viele, so ich auch am Anfang, als die Fähigkeit, Schachfiguren 5 Züge im Voraus richtig zu brechen. Das hat mit Strategie bei Gallup gar nichts zu tun. Das heißt, erfolgreiches sich durchwurschteln können in komplizierten Situationen. Und damit konnte ich dann mein Talent Strategie annehmen, weil das habe ich irgendwie im Laufe meines Lebens immer wieder machen müssen und machen können. Also schauen Sie mal, wo Sie eine punktuelle Brillanz haben, wo Sie besonders große Freude haben, wenn Sie etwas machen und wo Sie rasch lernen und wo Ihnen das, was Sie tun, Befriedigung gibt. Und dann wenden Sie sich Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin zu und lassen sich einfach diese Fragen stellen und nehmen Sie entspannt sich ein bisschen Zeit zu gucken, was für Assoziationen, was für Erinnerungen hochkommen.
und erzählen Sie Ihrem Nachbarin oder Ihrem Nachbar, sofern Sie das möchten, in welcher Situation, welches Talent Ihnen jetzt bewusst geworden ist in der Erinnerung.